Willkommen zum dritten Teil der Spiegelcups. Wir gehen in den vorletzten Mark, bevor wir zur Meisterschaft gehen. Und gehen heute mit Bowser und seinem Sohn an den Start. Ich habe ein bisschen Angst. Was war nochmal dieses Donkey Kong? Das war schon zwei Excel. Eigentlich wäre es cool, deren spezifisches Car zu zeigen. Einfach für die Folge. Aber ich bin schon mit dem Donkey Kong Kart nicht klar gekommen, dass... Boah, weiß ich nicht. Aber komm, wir versuchen es. Ich zeig's einfach. Und dann gucken wir mal. Wobei der Sterncup ja so auch schon fordernd genug ist. Nicht sofort wie der Spezialcup, aber naja, egal. Wir gucken mal. Vielleicht klappt's ja ganz gut. Das ist aber auch ein Riesenwagen, ne? Junior kann nicht mal hinten über die Heckdingens gucken. Ach du Scheiße, das steuert sich ja mal ganz schwerfällig. Na klar, es wurde da angezeigt. Ach, geil, da kommen die Bananen abgeräumt. Dafür ist der Speed auf jeden Fall auch ganz gut. Dafür muss ich dann aber auch mal schaffen, durchzufahren. Ja, okay, man sieht schon, Speed ist ganz gut. Das Ding ist, ich hatte ja beim letzten Mal mit dem DK-Kart auch schon dieses so große Problem, dass ich mich aufholen konnte. Ja, irgendwie werde ich jetzt auch schon wieder von einem überholt. Das ist ganz seltsam. Ich meine, jetzt bin ich gerade mal Dritter und die anderen sind auch in ganz guter Reichweite. Ja, irgendwie geht das mit dem Kart besser. Ich weiß nicht, ob ich mich dumm angestellt habe. Mit dem DK-Kart. Aber da hatte ich wieder das Gefühl, selbst wenn ich keinen Fahrfehler gemacht habe und komplett durchgefahren bin, auf maximales Speed und sowas, und selbst dann hatte ich nicht das Gefühl, ich hole nicht auf. Das ist hier jetzt glücklicherweise anders. Und wir werden hier schon ordentlich mit Red Shells beschossen, bis jetzt hatte ich noch Itemglück. Das ist halt die Frage, wie lange das so bleibt. Jetzt habe ich zu spät die Banane gezündet. Das geht ja schon wieder los mit dem Betrug. Aber die Gegner machen noch einige Fahrfehler, ich auch. Perfekt. Ja, die prallen einfach vorhin an unserem Kart ab. Ja, das war nicht gut. Da wollte ich die jetzt rammen. Boah, die Ratchet war auch fies. Sind hier ein bisschen zu viele Bananen, den weichen wir aus. Okay. Es ist auf jeden Fall sehr spannend auf diese Weise. Bereits in diesem ersten Rennen. Oh Gott, wie dämlich. So unnötig. Aber das ist das Gute, man kann das echt nicht wegrammen. Oh, hier sind einige Pilze. Nice. Hm, nicht gut. Oh Gott. Nein, nein. Ah. Boah, die Banane ist assi. Okay. Kriegen wir die noch? Oh Gott, nein, wir kriegen sie nicht. Und wir werden sogar noch Vierter. Sehr schlechter Start, wenn man das so möchte. Ja, die letzte Runde ist natürlich rausgerissen. Die ersten beiden waren ganz gut. Er hat schon wieder 6 Punkte Rückstand. Nicht geil. Egal, komm. Die Mushroom ist zwar eine Strecke, die relativ viele Kurven hat, dafür auch recht große Kurven. Ich glaube, da ist es gar nicht mal so schlecht. Okay, den Turbostart kriege ich mit diesem Ding gar nicht hin. Ja, man merkt auf jeden Fall schon, hier ist deutlich mehr Platz, um in die Kurve zu kommen. Weiter auf die Autos und sowas aufpassen.
aktuell steht die 2. Okay, Wario und Links haben kein Item genommen, wie ich gesehen habe. Ach komm, ah, ich wollte schon sagen, als ob ich die mit diesem riesen Ding nicht abräume. Wait, kann man da eigentlich auch lang fahren? Boah, oh Gott! Falsche Richtung, nee. Ich kann hier echt lang. Ich kann hier lang fahren? Nein, kann ich nicht. Hä, warum ist denn da ein Item? Oh mein Gott. Direkt mal mit Spiel. Ach so, die Items kommen da raus. Oh mein Gott. Was für ein Ultra-Fail. Oh mein Gott, ey. Ist kein getroffen. Die ganze Zeit vom Auto abgeräumt. Die ganze Zeit vom gleichen. Oh Gott, ey. Das läuft nicht, Leute. Platz 5. Nein, wir sehen Platz 4 und Platz 3. Das ist schon mal ganz nett. Gerade hier ist es sehr gefährlich, wenn man so viel, so ein Riesending hat. Aber die in der zweiten Runde sind wir auf jeden Fall gut durchgekommen. Dieses Mal fahre ich auch nicht in diese komische Stelle. Boah, Mann. Ey, schon wieder dieses rote Auto. Was ist denn das? Mann, der Ritchie ist gefühlt irgendwo abgeprallt. Bringt's noch nicht so viel. Jetzt hat mir das, hat's mir was gebracht. Aber Gottpokal kann ich eigentlich schon vergessen, wenn ich hier jetzt wieder nicht mal mindestens Zweiter werde. Top, danke. Ja, aber jetzt sind die schon wieder schneller als ich. Hä, was? Oh Mann, ey. Okay, wir kommen auf Platz 3. Aber der Rückstand erhöht sich auf 8 Punkte. Macht Punkte sowohl auf Platz 1 als auch auf Platz 2, mein Gott. Oh, die Strecke mit diesem Kart stelle ich mir auch schrecklich vor. Okay, Konzentration. Okay, wir haben endlich mal den Turbostart hinbekommen mit diesem Ding. Ich meine, der Anfang geht noch. Ich keinen getroffen habe von euch da vorne. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall beide Rennen Erster werden, das ist natürlich schon mal klar. Das wird jetzt schon mal nichts. Und ich bin darauf angewiesen, dass sowohl die, die in der Gesamtwertung Erster und Zweiter sind, hier richtig rein scheißen. Aber ich kann hier nicht lang. Nein! Und mein Pilz ist weg. Oh mein Gott, was war das denn? Warum wurde ich da jetzt so komisch gerammt? Aber die sind noch in Reichweite. Die erste Runde war schon alles andere als optimal. Aber hier lässt sich auf jeden Fall noch einiges rausholen. Jetzt überholen die mich, nachdem ich die anderen gerade erst getroffen habe. Pilz an der Stelle ist halt der Shit, ne? Pilz ist so gut. Ja, den Pilz hätte ich ein bisschen früher gebraucht. Der bringt mir gefühlt gar nichts. Also ich schaff's aktuell auf Platz 2 zu kommen, aber mehr ist dann auch im Moment nicht drin irgendwie. Doppel-Item wichtig.
So. Den Pilz muss ich mir jetzt eigentlich auch sparen. Genau, für die Stelle. Und ich darf die Abkürzung jetzt nicht verkacken. Ja, sagt er und verkackt sie grandios. Viel zu spät gezündet, den Dings, glaube ich. Ich hätte einfach weiterfahren sollen und den Pilz auf der normalen Strecke nehmen sollen. Nutzen sollen. Okay, da ist nochmal zurückzukommen, wird auch. Grandios. Platz 3. Das reicht nicht. 2. Bananen sind assi. Platz 1 geht's nicht. Geht nicht mehr. Tja, schade. Auch kein Doppel-Item. Dann lassen wir jetzt wenigstens den zweiten Platz ins Ziel bringen. Okay, ja. Wenn wir jetzt hier eine komplette Steigerung haben, dann hole ich mir jetzt wenigstens... Bin ich nicht im ersten Rennen sogar Vierter geworden? Junge, wie geil wäre das, wenn ich dann jetzt wenigstens nochmal ein Dings hole. Den ersten Platz. Würde mir dann auch den zweiten Platz sichern. Boah, aber auf der Strecke wird das auch alles andere als einfach. Gott, um diese ganz engen Kurven zu kommen mit diesem dicken Kart, das wird auch... Weiß ich ja nicht. Okay. Aber das wäre geil, da hätten wir so eine konstante Steigerung in dieser Folge. Von Platz 4 auf Platz 3 auf Platz 2. Und mit dem Abschluss auf Platz 1. Bringen wir in der Gesamtplatzierung wieder nicht das gewünschte Ergebnis, aber... Komm. Ist ja auch ein Unterhaltungsformat, ne? Auch wenn man natürlich schon immer so den Anspruch hat, trotzdem Erster zu werden. Also der Bereich ist natürlich noch der entspannte. Ganz klar. Knackpunkt ist dann das hier. So, früh genug anfangen zu driften, gerade mit diesem Kart. Als ob ich die Banane zu früh abgeschmissen habe. Ach komm! Das ist doch schon wieder lächerlich. Und was hatten die für eine Flugbahn angenommen? Weil ich bin die ganze Zeit gerade gefahren. Wenn ich die Banane dann hinten schmeiße, dann müsste ich doch auch da lang. Mann. Das klappt alles nicht so. Definitiv noch keinen Pilz einsetzen. Das ist noch knapp. Und hier bin ich mal wieder schön entspannt an der Kante hängen geblieben. Okay, jetzt mache ich aber auch die dümmsten Fahrfehler. Dann funktioniert das natürlich auch nicht. So, von euch kriege ich. Ja, 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 sehr schön. Und dann wieder dumm zu fahren. Was haben wir da für ein Item? Goldpilz? Ja, natürlich. Dürfte ich auch ankriegen? Nein. Aufholen, insofern da nicht der Blitz dazwischen kommt oder man dumm gegen das Gitter fährt. Okay, das letzte Rennen ist jetzt wieder ganz schrecklich. Das sind so viele Items, ne?
Ja, gut, damit hätte ich noch auf Platz 2 kommen können. So wäre es jetzt katastrophal. Aber ich darf wenigstens hier vorne rauskommen und werde am Ende 5. Ja, dann haben wir halt Platz 5, 4, 3, 2. Jetzt war nicht in der richtigen Reihenfolge. Oh Gott. Habe ich wenigstens noch Bronze? Ja, ja. Ja, 21 Punkte. Großartig. Ja, ich habe es natürlich irgendwo vorhergesehen. Ich kann mit diesen Cards nicht umgehen, die sich so schwer steuern lassen. Aber ich denke mal dann immer so, wenn ich schon nichts mit Bowser und Bowserina fahre und will auch deren Cards nutzen will. Und ihre eigenen Dinge haben und will dann mir irgendwie so alles zeigen. Ja, das ist dann immer, ein Kampfpro ist immer ein. Gut, dann nehmen wir wenigstens den Bronze-Pokal mit. Und beim nächsten Mal gibt es dann den letzten normalen Cup. Dann kommt noch die Spiegelmeisterschaft, die Wettkampfmodi und dann sind wir hier durch. Mit dem 100% Marke Double Dash. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge.